US-Präsident Donald Trump hatte eine Verschiebung der Wahl im November ins Spiel gebracht, hat aber nach Kritik auch aus der eigenen Partei zurückgerudert. Er wolle lediglich nicht, dass betrogen werde und durch die wegen des Coronavirus bevorzugte Briefwahl könne leichter betrogen werden. Im Weißen Haus sagte der Präsident vor der Presse: Ich will keine Verschiebung. Ich will aber auch nicht 3 Monate warten, bis die Stimmen ausgezählt sind und dann fehlen so und so viele und die Wahl gilt nicht. Denn so wird es ablaufen. Das wissen intelligente Menschen. Dumme Menschen wissen es nicht. Und manche wissen es, sagen es aber nicht, aber sie wissen es. Das Datum für die Wahl wäre ohnehin sehr schwer zu verändern, da es in der Verfassung festgeschrieben ist und eine Entscheidung des Kongresses bedarf, es zu ändern. Donald Trump besuchte das Rote Kreuz in der Hauptstadt Washington. Viele US-Bürger sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie Trump mit der Corona-Krise umgegangen ist.